wenn man noch was helfen kann damit, weil man es gehabt hat, ist das natürlich eine schöne Sache, dass man was sozusagen damit anstellen kann, dass man den Antikörper entwickelt hat. Es geht hier darum, dass wir genesene Patienten, die Covid-19 durchgemacht hat, aufrufen, Plasma zu spenden, weil wir mit dem Plasma dieser Patienten dann aktuell erkrankte, insbesondere schwer erkrankte Patienten behandeln können. Ich glaube, ich habe das irgendwo im Internet irgendwo gelesen, dass es welche gibt, die diese Plasmaspenden als Therapieeinsatz machen wollen. Und dann haben wir gemeinsam mit Herrn Professor Herborn und ich halt überlegt, das auch zu initiieren. Und dann kam unser Blutspendedienst dazu und haben wir das schnell auf die Beine gestellt, dass das funktionieren kann. Also diese Therapie mit dem Plasma nennt man auch passive Immunisierung, weil man eben dem Patienten die Antikörper eines anderen gibt, was aber keine eigene Antikörperbildung bei dem Patienten auslöst. Während eine Impfung in der Regel eine sogenannte aktive Immunisierung ist und bei dem Patienten selbst eine Antikörperbildung auslöst, was auch dann dazu führt, dass diese Antikörper lange im Körper bleiben. Bei einigen Erkrankungen lebenslang, bei dieser Covid-19 wissen wir das noch nicht. Aber wenn der Körper selber die Antikörper bildet, kann er sie dann auch nachbilden. Das ist in diesem Fall eben nicht so. Das tut überhaupt nicht weh, das piekst ein bisschen, das ist alles. Und es geht auch, glaube ich, wenn man normales Vollblut spendet, geht es auch ganz arg schnell. Man hat noch den positiven Nebeneffekt, dass man noch ein Blutbild kriegt und noch weiß, was man sozusagen von der Blutgruppe hat und andere Sachen. Also ich kann nur sagen, wir brauchen Blut und jeder, der bereit ist zu spenden, ist herzlich willkommen.